Ja, und damit sage ich wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Story Modus. Bin ich froh, dass es dir gut geht, Petra. Ja, das war echt übel. Nachdem er mich weggebracht hatte, war ich an diesem komischen Ort. Zeit und alles war so seltsam. Ich fühlte mich, als wäre ich ewig dort gewesen und ich hatte Angst, dass du mich aufgegeben hättest. Das klingt schrecklich. Petra, bist du verrückt? Wir würden dich nie aufgeben. Ja, was Jessie gesagt hat. Na, das ist aber nett von dir. Ich war in Beacon Town, Jessie. Alle machten sich Sorgen um dich. Niemand wusste, wo und ob du am Leben warst. Ich bin mir sicher, dass der Admin gerade dorthin unterwegs ist. Das fühlt sich allerdings auch. Gesicht. Und das da wird er wohl sein Unwesen treiben. Das stimmt. Identitätsdiebstahl ist nicht witzig. Es war ein Fehler des Admins, sich mit mir anzulegen. Und deswegen müssen wir auch unbedingt hier raus, auch wenn ich noch nicht weiß wie. Aber vielleicht werden wir hier unten eine Lösung finden. Wow. Und wenn ich sage hier unten, meinte ich hier irgendwo noch viel weiter unten. Oh, das ist nicht gut. Ja, krasse Sicherheitsmaßnahmen. Bleibt einfach bei Jessie, ja? Keine Bange, das wird schon. Ja, ihr geht weiter. Schnappt euch Gefangene X. Wenn ich die gefürchtete Gefangene X einkerkern wollte, würde ich das da machen. Ich glaube, da müssen wir hin. Ja, wie weit ist so schön? Runter kommen sie alle, bloß wie kommen wir dann wieder rauf? Okay, jetzt müssen wir nur dieses Rohr überqueren, die Plattform erreichen, herunterspringen und nicht sterben. Klingt nach einem Plan. Ich glaube, den Sprung schaffen wir. Du bist als nächster dran, Nam. Und jetzt du, Loon. Mal im Ernst, wie machst du das? Letzter Sprung! Sieht da nicht sehr sympathisch aus. Wow! Wer bist du? Ich bin Jessie. Du musst Gefangene X sein. Mutig von euch herzukommen, ohne zu wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Ich könnte euch direkt in die Lava schubsen. Und ihr hättet es verdient, weil ihr so gutgläubig seid. Nur ein kleiner Schubser. Dann brutzel, brutzel, brutzel. Ich bin nicht dein Feind. Du musst mir nicht drohen. Ja, aber es macht solchen Spaß, dir zu drohen. Ich habe nicht allzu oft Spaß. Also, Gefangene X. Sarah! Du solltest doch wissen, wie wir hier rauskommen, oder? Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Niemand ist je aus dem Sonnenschein-Institut entkommen. Und nie wird es jemand schaffen. Du versuchst ständig zu fliehen. Warum tust du das, wenn du nicht weißt, wie man hier rauskommt? Ab und zu packt mich die Langeweile. Dann vertrete ich mir die Beine, verprügle Wachen. Das hat nichts zu bedeuten. Der Admin hat meine Identität gestohlen und tut Furchtbares mit meinem Gesicht, in meinem Namen. Ich muss sofort hier raus. Romeo war hier? Gerade eben? Der Admin. Aber wer ist... Romeo. Das ist sein richtiger Name.
Hast du etwa geglaubt, seine Eltern hätten ihn Admin genannt? Er würde wollen, dass du das denkst. Natürlich würde er das wollen. Woher kennst du seinen richtigen Namen? Ach, wir sind ganz alte Freunde. Ich kenne seinen richtigen Namen. Und vieles mehr. Du musst außergewöhnlich sein, um ihn so wütend zu machen. Er kommt fast nie persönlich her. Nur manchmal, um dem Aufseher die Hölle heiß zu machen. Mit dem Aufseher ist es aus. Der Admin hat ihn gefeuert. Das ist ja fantastisch. Ohne den kleinen Widerling können wir mühelos fliehen. Jetzt willst du mir also doch helfen. Ein Feind von Romeo ist ein Freund von mir, wie ich immer sage. Um genau zu sein, habe ich das nicht gesagt. Wie schön, dass du dich umentschieden hast. Dafür hast du gesorgt, Jesse. Du bist offensichtlich ein toller Verbündeter. Aber vergiss nicht, du brauchst mich. Nur ich kenne den Weg. Wenn du den Weg kennst, zeig ihn mir. Verschwinden wir von hier. Es gibt nur ein Problem. Dieser ganze Raum explodiert, wenn ich einen Fuß raussetze. Explodieren? Sieh dich um. Wenn niemand auf mindestens einer der Druckplatten auf dem Boden steht, verschwinden diese klebrigen Kolben. Lava trifft auf TNT und dieser Ort fliegt in die Luft, bevor man Bumm sagen kann. Das ist eine Steindruckplatte. Das bedeutet, ich kann nicht einfach einen Block verwenden. Ach, das geht schon. Einer deiner albernen Gefährten kann hier bleiben. Wir anderen gehen. Das ist die Sachlage. Das ist der einzige Weg, hier rauszukommen. Wir kommen hier alle raus. Niemand bleibt hier. Oh, leider ist das unmöglich, Jesse. Einer von ihnen muss hier bleiben. Ich mache euch nur ungern Druck, aber wir müssen los. Ich kann sie nicht einfach zurücklassen. Dann lass einen hier zurück. Solange jemand auf der Druckplatte steht, wird die Falle nicht ausgelöst. Entweder muss der Dorfbewohner oder das Lama hier bleiben. Nein, das darfst du nicht. Oh, kommt schon, dafür haben wir keine Zeit. Ich gehe. Wenn ihr das Sonnenschein-Institut lebendig verlassen wollt, solltet ihr das auch tun. Ja gut. Wenn er unbedingt da bleiben will. Dann lassen wir den Nürn halt hier. Bist du dir sicher, na? Stella hat mich gebeten, mich darum zu kümmern. Komm, Luna. Wir müssen hier weg. Ich verspreche. Wir kommen wieder. Woher? Meine Zwangsjacke? Oh, das war das Einfachste. Wenn ihr mit dem tränenreichen Abschied fertig seid, sollten wir aus dem Gefängnis fliehen. Ja, bis hierhin ist ja schon mal besser gelaufen als gedacht. Auch wenn wir schon wieder einen zurücklassen müssen. Wow! Gefangene X nehme ich an? Ja. Leute, das ist Xara. Xara, das sind meine Leute. Hallo. Wo ist Nürn? Oh, euer Dorfbewohnerfreund hat meinen Platz eingenommen, damit die Fallen in der Zelle nicht ausgelöst werden. Oh, was? Nein. Er hat das getan? Und du hast ihn gelassen? Nam hat es getan, um uns zu retten. Du wärst stolz auf ihn gewesen. Ich meine, natürlich wäre ich das gewesen. Das bin ich. Egal, was ich tun muss. Egal, wie viele Köpfe ich einhauen muss. Ich hole ihn zurück. Ich hoffe, sie ist es wert. Glaubt mir, ich bin es wert. Ach, ja, das hätte ich an ihrer Stelle auch behauptet. Wiedersehen noch nicht fertig.
Ja, es geht doch schon los. Los! Rennt um euer Leben! Die Gäste sind aus ihren Aufenthaltsräumen geflohen! Der Aufseher wurde gefeuert! Es gibt wieder Zombiefleisch! Wenn ich den Aufseher finde, wird er für alles, was ich durchgemacht habe, zahlen! Och, ich wollte nicht mit dem Aufseher tauschen. Jeder Gefangene hier will ihn in Stücke reißen. Er sollte aufpassen, was hinter seinem Rücken geschieht. Und vor ihm und neben ihm. Ja, das ist aber aktuell nicht unser Problem. Aufpassen müssen. Nicht mein Freund, nicht mein Problem. Ich gehe weiter. Oh, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass dein Herz so eisig sein kann, Jesse. Mal schauen, ob sie uns Waffen übrig gelassen haben. Waffen! Schöne, schöne Waffen! Ich könnte das verzauberte Eisenschwert nehmen oder das Diamantschwert ohne Verzauberung. Das Diamantschwert hält länger, aber das Eisenschwert ist mit Schärfe verzaubert. Nicht übel. Ich denke, wir nehmen das Diamantschwert. Mit einem Schwert in der Hand fühle ich mich gleich viel besser. Stimmt. Wir haben ja schon des Öfteren bewiesen, dass es besser ist, wenn es länger hält. Was? Es ist vielseitig. Ich weiß nicht viel über Lama-Mode, aber du siehst gut aus, Luna. Gut, Leute, lasst uns... Ich hoffe, ihr Idioten habt nicht alle coolen Waffen genommen, bevor ich sie mir anschauen konnte. Freunde wieder vereint. Ein Wunder im Gefängnis. Auch wenn Jeff etwas, völlig anders ist. Ich sollte dich für das, was du Jeff Brei angetan hast, zu Brei verprügeln. Jetzt gibt's einen aufs Maul. Banana. Hör mal zu, großer, roter, hässlicher. Vielleicht solltest du deine Gefühle überdenken. Gefangene X. Ach, herrje, ich will keinen Ärger. Ich bin weg. Komm mit, Jeffy. Das war erschreckend effektiv. Da wir das jetzt abgehakt haben, können wir jetzt bitte los? Die Öffnung sollte sich hinter dieser Ecke befinden. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier schon mal lang gelaufen. Zurück! Alle! Zurück! Noch einen Schritt und es macht Boom! Jesse! Hey, du trägst eine Wachenuniform. Die Wachen haben hier nicht mehr das Sagen. Und außerdem bin ich kein Freund von Wachen. Deshalb wirst du jetzt verprügelt. Und zwar ausgiebig. Oh weh. Na, mal mich grün an. Schau mal, wer da ist. Das ist mein fröhlicher kleiner Freund, der sich mein fröhliches Gemälde angeschaut hat. Jesse, du hast Gefangene X befreit? Und ich dachte, du könntest mein Leben nicht noch mehr ruinieren. Was hast du dir dabei nur gedacht? Oh Mann, das ist Gefangene X! Ich glaube, du hast deinen Verstand verloren. Sie macht Ärger. Nein! Sie macht noch viel mehr als nur Ärger. Sie hat es nicht verdient, eingesperrt zu sein. Keiner von uns verdient das. Wusstest du, dass sie mal ein Admin war? Der Admin musste ihr die Rechte wegnehmen. Sie hat versucht, ihn zu vernichten. Ich habe dem Admin versprochen, sie nie freizulassen, egal was passiert. Das Versprechen halte ich. Selbst wenn ich uns deshalb alle in die Luft jagen muss. Ciao, Versager. Ja, so viel zum in die Luft jagen. Warum starrt ihr mich alle an? Das ist mir unangenehm. Stimmt es also, was er über dich gesagt hat? Du warst ein Admin?
Also, es ist kompliziert. Wir wollen antworten, Xara. Oh, na schön. Ja, ich war ein Admin. Vor langer Zeit. Romeo hat mir meine Admin-Rechte genommen, bevor er mich in dieses furchtbare Gefängnis gesteckt hat. Aber ich bin hier nicht die Böse. Romeo und sein kleiner Aufseher haben euch hierher gebracht, nicht ich. Starrt doch woanders hin. Ich bin unschuldig. Ich habe Geheimnisse satt. Du hättest etwas sagen sollen. Ich dachte, ihr würdet darüber nicht gerade erfreut sein. Und ich hatte recht. Keine Geheimnisse mehr. Na schön. Keine Geheimnisse mehr. Ausgeschlossen, dass wir ihr jetzt vertrauen. Moment. Einem Admin können also seine Rechte entzogen werden? Es ist nicht einfach, aber ja. Also, was machen wir? Dafür haben wir keine Zeit. Romeo wird bald herausfinden, was hier unten geschehen ist. Ja, wir sollten wohl weitergehen. Hier geht's zum Turm. Mir nach. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir da wirklich rauskommen. Es tut mir leid, Jesse, aber traust du ihr wirklich? Sie ist nicht ganz richtig im Kopf. Jack, du hast nicht gesehen, was der Admin kann. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber sie? Wirklich? Hast du noch andere Ex-Admins in deinem Inventar? Ja, ich traue ihr auch nicht. Ich will, dass du sie ständig im Auge behältst. Ganz genau. Romeo hat bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit neue Albträume geschaffen. Lauft! Ja. Schon dabei! Ernsthaft? Was ist mit diesen Monstern? Die leuchten alle! Die sehen ziemlich fies aus, Jesse. Dann lass uns fieser sein. Tja, da müssen wir mal wieder durch. Wie viele von den Dingern sind das denn? Nie nur eines. Gute Arbeit. Danke, Jack. Geschick, ich bin beeindruckt. Weniger reden, mehr stechen. Das war ja wieder knapper, als es sein sollte. Danke, schätze ich. Oh, komm schon, nicht das Lama. Smash auch praktisch. Jesse! Raider, hilf mir mal! Verschwinden wir von hier. Ha, tolle Abkürzung. Kommt schon. Ich sage es euch, sie ist so verrückt wie ein Ozelot auf Drogen. Oh ja.
Ja, ein bisschen eigenwilliger Vergleich, aber ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Nein, so war es vorher nicht. Es muss einen Weg geben. Xara? Alles klar? Halt! Den Mund und lasst mich überlegen! Seht ihr? Ich habe euch gesagt, dass wir ihr nicht hätten trauen sollen. Sie hat sich verlaufen. Ich habe doch gesagt, ich muss überlegen. Überlegen oder dir was ausdenken? Ist schon gut. Selbst wenn es einen Rückschlag gibt, können wir hier noch rauskommen. Nicht gerade ein Vertrauensvotum, aber ich nehme es. Moment mal. Wir können einfach auf die Mauer draufbauen. Und so auf die andere Seite gelangen. Ja! Klingt gut. Na, dann legen wir mal wieder los. Warte, wo gehst du hin? Sie hat uns stehen lassen. Oh, nicht gut. Leute, komm ich dir hoch. Was? Wieso? Okay, hab verstanden. Ein dreiköpfiger Ghast? Fies. Wieso sollte der Admin das erschaffen? Ich hätte gern die Einzelne wieder. Ich sagte die Einzelnen. Das habe ich fast befürchtet, dass das so nicht klappt. Aber wir waren ja auch schon vorgeschwächt. Probieren wir es einfach nochmal. What do you know? There it is. Hey, warte! Wo gehst du hin? Sie hat uns stehen lassen. Leute, komm ich dir hoch. Was? Wieso? Oh, okay, hab verstanden. So, bis hierhin haben wir es ja schon vorhin ganz gut geschafft. Wieso sollte der Admin das erschaffen? Ach.
Das lief dann schon mal etwas besser. Jetzt übertreiben sie aber. Moment. Okay, warum auch immer. Aber so könnte es eventuell klappen. War jetzt eher weniger toll. Könnte reichen. Das muss eine Schwachstelle sein. Ein schlechter Ort zum Rumhängen, wenn der gleich platzen sollte. Das war irre! Jesse, du bist fantastisch! Das war unglaublich! Und du hast die Landung sauber hingekriegt. Klasse! Ach das! Das kommt von meinen perfekten Reflexen und dem genialen Muskelgedächtnis! Und da ist er, Leute! Unser Fahrschein hier raus. Das funkelt. Noch und nöcher. Ist das Diamant? Wo sind denn alle? Die Verrückte wird noch zum Inventar, wenn sie nicht vorsichtig ist. Also? Wir sollten ihr helfen, oder? Aber es klingt, als ob sie in Schwierigkeiten steckt. Ja, sollten wir wohl. Ich lasse nicht zu, dass ein weiterer Admin jemanden in die Klauen bekommt. Nein, weiß sie, wie man die Admin-Rechte entzieht. Ich habe ihr gesagt, ich helfe ihr zu fliehen. Es wird Zeit, es zu beweisen. Wir können sie nicht einfach zurücklassen. Los! Oh, ich kann nicht glauben, dass wir das tun. Sarah, komm schon! Hm. Ihr seid zurückgekommen. Ich sagte doch, dass ich euch da raushob. Zeig uns den Weg. Ich weiß, dass ihr das nicht musstet. Ich weiß es zu schätzen. Gehen wir, Luna. Ja. Schauen wir mal, wie lange. Ich vertraue kaum jemandem. Romeo hat mich verraten, deshalb kann ich nicht so gut mit Leuten. Ich komme einfach nicht mehr gut mit Leuten zurecht. Wenn es je anders war, dann ist das jetzt vorbei. Du warst eine Weile weg. Du lernst schon wieder, wie man mit Leuten umgeht. Nach dem, was ich gesehen habe, zweifelhaft. Du musst noch etwas wissen. Es gab einen dritten Admin namens... Wo ist er? Tod. Ich habe mit ihm gegen Romeo um die Welt gekämpft. Wir haben verloren. Wo ist denn der Rest? Ja, wie sollen wir entkommen? So weit hoch reicht das Ding nicht mal. Weil wir nicht nach oben gehen. Wir gehen weiter runter. Runter? Es gibt kein Runter. Wir stehen auf Grundgestein. Tiefer geht es nicht mehr. Das könnte man meinen, aber wir müssen dorthin. Unter das Grundgestein. Jeder weiß doch, dass unter Grundgestein nichts ist.
Außer nichts und der sichere Tod. Ich will dir wirklich gerne glauben. Dann glaub mir. Ich versuche lieber mein Glück im Labyrinth, als mir weiter ihre Lügen anzuhören. Wer will, kann mich gerne begleiten. Das ist doch irre! All diese ist Monster! Ist mir egal! Sie ist ein Admin! Ein Admin hat Voss getötet, seine Identität gestohlen und dann... Er hat mir meine Admin-Rechte genommen, weißt du noch? Tja, da unten liegt das Geheimnis, Romeo seine Rechte wegzunehmen. Für immer. Fred, der dritte Admin, hat das herausgefunden. Jesse, help me dig through this tower. Ja, Tom, graben wir uns da mal rein. Diese Treppe ist unsere Rettung. Das klingt nach einem guten Grund, sich zu beeilen. Und ob da unten dann aber wirklich die Lösung des Problems liegt, würde ich sagen. Nachdem wir eh schon Überlänge haben, wegen meinem glorreichen Versagen. Schauen wir dann in der nächsten Folge. Was da unten auf uns wartet, oder auch nicht. Auf jeden Fall sieht es nicht besonders freundlich aus. Und ich sag bis dahin, wie immer, danke fürs Zuschauen. Und macht's gut. Ciao, ciao.